ist die Vision einer aufstrebenden Bergbaustadt im nördlichen Ruhrgebiet. Ein vierspuriger Verkehrsring, ein Schwimmbad, eine geradlinige Fußgängerzone, Wohnen in hohen, modernen Häusern. Genauso ist 1960 aus dem Dorf Herten im Rahmen des wachsenden Bergbaus eine moderne, aufstrebende Innenstadt geworden. Zuwachs an Bevölkerung, Zuwachs an Arbeitsplätzen, sozialer Aufstieg. Die ganze Stadt setzt auf Wachstum. Das ist heute. Was ist passiert? Es kam nicht so, wie man das geplant hat. Das Leben ist nicht immer planbar und auch Städte sind nicht immer planbar. Der Bergbau ging 1960 unvorstellbar für alle. Und mit ihm über 6000 Arbeitsplätze. Das ist jeder dritte Arbeitsplatz in dieser Stadt. Auch die Leute kamen nicht mehr, weil ohne Arbeit gehen die Leute eher ins Umland, suchen sich woanders die Arbeitsplätze. Es sind 11.000 Leute weniger gekommen als 1960 gedacht. Das sind 15%. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrer Stadt würden 15% weniger Menschen wohnen. Die Stadt wird leer. Zusätzlich kommt Internethandel, Billigläden. Der kleine Handel hat keine Chance mehr in solchen Städten, gerade in Randlagen außerhalb der Fußgängerzonen. Schöne Gründerzeithäuser, eigentlich ein super Potenzial für Wohnen, verfallen vor sich hin, obwohl sie große Gärten mitten in der Stadt haben. In den Hochhäusern der 80er Jahre will auch keiner mehr so richtig wohnen. Die Herausforderungen sind groß. Unsere Randlage der Innenstadt ist leer geworden. Wir sehen noch an den Fassaden, an den Schaufenstern Reste von Plakaten, was da mal war. Hier waren mal 40 Geschäfte, hier war Leben. Und jetzt ist es leer. Hier ist es nicht mehr so schön zu wohnen, zu arbeiten, zu leben. Und auch nicht, um ein Geschäft aufzumachen. Für Einzelhandel ist hier kein Platz mehr. Die Menschen, die hier wohnen geblieben sind, werden im Amtsdeutsch oft als sozial schwach und bildungsfern bezeichnet. Sie sind auf diesen Wohnraum angewiesen. Und sie wohnen auch zum Teil sehr, sehr gerne da. Das darf man auch nicht vergessen. Nur um das mal ganz, ganz deutlich zu machen. Direkt an unsere Innenstadt grenzt dieser schöne Schlosspark, direkt an der Stadt. Was ein Fund. Und viele von den Menschen, die in diesen hohen Häusern ohne Gärten wohnen, kommen dort nicht an, weil sie mit sich und ihrem Leben so derartig beschäftigt sind. Das ist eine große Aufgabe, nicht nur für Sozialpädagogen oder Sozialwissenschaftler, sondern auch für Stadtplaner und für eine ganze Stadtgesellschaft insgesamt. Was tun wir mit diesen Sachen? Was haben ein altes Kaufhaus, ein leerstehendes Ladenlokal und auch ein Park, ein Platz, was hat das mit Bildung zu tun? Wir haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, was können wir machen? Abbruch, Neubau. Und wir haben gesagt, die Klammer ist Bildung. Es ist klar, wir müssen mit dem umgehen, was wir dort vor Ort haben, mit den Menschen zusammenarbeiten. Wir müssen mit dem gebauten Raum leben. Und wir müssen auch die Leute mitnehmen in dem Prozess, den wir machen. Und so haben wir uns hingesetzt und haben geschaut, was haben wir vor Ort? Wie können wir Bildung in der Stadt integrieren? Nehmen wir dieses leerstehende Kaufhaus. In diesem Kaufhaus, was viele für abbruchwürdig halten, passierte nichts mehr. Wir haben es geöffnet, wir haben die Scheiben geputzt, wir haben es gereinigt. Und was sehen wir? Die Leute kommen, die Leute interessieren sich dafür. Da sind 700 Quadratmeter freier Raum. Welche Stadt hat schon 700 Quadratmeter freien Raum mitten in der Innenstadt? Hier begegnen sich Leute, Kunst- und Kulturprojekte begegnen sich. Und statt Abbruch denken viele Leute darüber nach, was kann man mit Bildung, Kultur und Begegnung dort tun? Wir haben dieses leerstehende Ladenlokal. Dort wollen wir einen Bildungspunkt machen. Das heißt, so ähnlich wie eine Tourismusinformation, die kennen Sie alle, man geht dorthin, informiert sich über touristische Highlights, so kann man sich in unserem Bildungspunkt demnächst über Kultur, über Bildungs-, über Sport- und Musikangebote in der Stadt informieren. Für unsere Menschen sehr wichtig, einfach hinzugehen und zu schauen, was kann ich dort tun, was kann ich machen und muss mir nicht von A nach B rennen, sondern habe direkt vor Ort einen Ansprechpartner im Quartier. Dort neben machen wir einen Projektraum, direkt im Quartier, direkt vor Ort, wo die Menschen gemeinsam an einem Tisch sitzen können, gemeinsam Sprachkurse machen, aber auch einfach nur kochen, sich fortbilden. Wir können Energieberatung machen oder einfach nur einen Ort der Begegnung im Quartier schaffen. Was haben Plätze mit Bildung zu tun? Wie ich eben schon erzählte, wohnen in unserem Quartier viele arme Kinder, die einfach nicht die Chance haben, in Institutionen zu kommen, die nicht in diesem Schlosspark ankommen. Die wohnen dort in hochverdichteten Häusern,
und sind auch angewiesen auf ihr Umfeld, auf ihre Wohnumgebung. Dieser Platz ist entstanden im Rahmen einer aufstrebenden Bergbaustadt. Der sollte toll sein, repräsentativ sein, mit Brunnen, mit allem. Heute müssen die Leute damit leben. Aber eigentlich ist es nicht mehr das, was wir heute brauchen, sondern wir müssen schauen, wie kriegen wir den Platz in Bildung, wie kriegen wir diesen Platz zum Erleben, zum Spielen, zum Aufenthalt. Und manchmal braucht es auch Leute, die den Kindern mithelfen, im Stadtraum die Sachen zu erleben, mit ihnen die Stadt zu gestalten und nicht nur passiv teilzunehmen oder auf einem Spielplatz zu spielen, sondern sich im öffentlichen Raum aktiv einzubringen. Das ist Bildung, ganz nah dran. Da kriegen wir Vernetzung hin, die wir mit anderen großen Bildungsprojekten vielleicht gar nicht erreichen. Wie sind wir da hingekommen? Wir haben uns als Stadt zusammengesetzt, nicht Amt für Amt, wie man das oft aus anderen Verwaltungen kennt, sondern alle zusammen in einem integrierten Kernteam. Da war Planung bei, Wirtschaftsförderung, Stadtumbau, Freiraumplanung, aber auch Soziales, Bildung, Sport. Und haben gemeinsam ein integriertes Handlungskonzept erarbeitet. Aber gemeinsam auch mit den Leuten vor Ort. Wir sind mit den Menschen durchs Quartier gegangen. Denn wer kann uns besser erzählen, was im Quartier los ist, als der Eisdielenbesitzer? Der seit vielen, vielen Jahren dort wohnt, der kriegt jeden Tag alles mit. Wie der Makler, der mitgegangen ist, wie der Grundstückseigentümer oder auch der Wohlfahrtsverband. Das heißt, wir sind in die Quartiere gegangen, haben mit den Leuten gesprochen, haben vor Ort mit den Leuten gearbeitet in einem sogenannten Kaufhaus der Ideen, um dort vor Ort wirklich ganz aktiv zu sagen, was ist eure Vision, was möchtet ihr von eurer Stadt, wie wollt ihr wohnen, wenn Einzelhandel hier keine Chance mehr hat, was können wir sonst tun? Und haben dort Plakate gestaltet und eine große Ausstellung mit ganz vielen Plakaten gemacht. Und parallel auch Kinder und Jugendliche befragt, was möchtet ihr in eurer Stadt? Ihr seid die Zukunft eurer Stadt. Da diese in klassische Beteiligungsform eher selten kommen, sind wir auf die Schulhöfe gegangen, sind dorthin gegangen, wo sind Kinder und Jugendliche? Auf den Schulhöfen, in die Jugendeinrichtungen und haben dort Befragungen gemacht. Allein 840 Karten sind dort zusammengekommen. Das Ganze haben wir zusammengefasst in ein sogenanntes integriertes Handlungskonzept, also im Prinzip ein Leitfaden für die Entwicklung der nächsten 10 Jahre. Darin sind 23 Projekte, mit denen wir unsere Stadt umbauen möchten. Diese sind Wirtschaftsprojekte, soziale Projekte, Städtebauprojekte, also eine ganze, ganze Brandbreite, immer mit der Klammer Bildung. Weil alle Beteiligungen haben ergeben. Am Anfang haben wir gesagt, wenn wir so viele Leute beteiligen, es passt nachher nicht mehr übereinander. Aber alle Beteiligungen haben einen roten Faden ergeben. Die Leute wollen eine sichere Stadt, eine saubere Stadt, aber auch Bildung, Begegnung, Kultur. Und das haben wir dort drin verarbeitet. Schauen wir nochmal in die südliche Ewaldstraße. Ich habe eben von leerstehenden Häusern, von sozialen Misslagen gesprochen. Was sehen wir jetzt? In unserem Kaufhaus der Ideen finden schon Theaterprojekte statt. Wir haben da noch gar nichts gemacht, außer die Scheiben geputzt. Aber es entwickelt sich dort ein Projekt. Es treffen ganz viele verschiedene Leute, alt und jung, alle Nationen. Viele Flüchtlinge engagieren sich mit. Wir haben von einigen Ladenlokaleinhabern Schlüssel bekommen. Sie stellen uns ihre Ladenlokale zur Verfügung, um über die ganze Stadt oder über die ganze Straße eine große Ausstellung zu machen zum Thema gute Geschäfte. Was kommt nach dem Einzelhandel? Wir bringen also gute Ideen in die Ladenlokale, um zu zeigen, was kann hier zukünftig passieren, wenn es nicht der Einzelhandel ist. Und welche Stadt hat schon eine ganze Straße als Atelier? Wir müssen das nutzen. Wir haben Freiräume, das haben viele wachsende Städte nicht. Wir haben günstigen Wohnraum, wir haben viel Platz. Und wir dürfen nicht jammern und sagen, was tun wir hier, sondern wir müssen ganz aktiv sagen, das ist unsere Chance. Wir können hier was Ungewöhnliches ausprobieren. Und das sehen wir auch und das ist uns besonders wichtig. Wir sehen hier Leute, denen es nicht egal ist, wie es vor ihrer Haustür aussieht. Die nicht hinnehmen, dass da ein Bauzaun steht und dass das einfach negatives Wohnumfeld ist. Sondern die haben sich zusammengetan, haben das auch noch gesponsert gekriegt von dem Immobilieneigentümer, haben diese Planen gekauft und haben zusammen mit Künstlern und Kindern des Quartiers und auch Flüchtlingen, Menschen, die dort wohnen, mit einer ganz breiten Gruppe diese Plane gestaltet und sind dadurch ins Gespräch gekommen und haben jetzt schon gefragt, können wir nicht mal irgendwie was organisieren, dass wir miteinander ein Fest feiern? Und das sind Sachen, die können wir nicht mit viel Geld bezahlen, sondern das sind Dinge, die wirklich im Quartier direkt vor Ort passieren. Daher meine Fazit, arbeitet vernetzt, weil die spannenden Projekte liegen in den Schnittstellen. Das ist nicht immer das einfache Projekt. Aber wenn wir alle zusammen auf ein Projekt gucken, kommen wir auf Ideen, die wir alleine vielleicht gar nicht hätten. Die gute Idee ist nicht immer die teuerste, sondern wir müssen gucken, was brauchen die Leute vor Ort und wie können wir die Leute auch mit einbinden, diese Idee umzusetzen. Die dritte Sache ist, bringt Bildung auf die Straße. Bildung darf nicht nur in Institutionen stattfinden, wo einige Kinder und Jugendliche keine Zugänge zu haben, sondern es muss ein ergänzendes Netz geben aus institutioneller Bildung, aber auch Bildung im Quartier, die gemeinsam arbeiten, damit auch Kinder, die von zu Hause aus benachteiligt sind, eine Chance haben zur Bildung und auch später zum Arbeitsmarkt zu kommen.